Das ist der riesengroße Unterschied zwischen einem normalen Menschen und einem Bastler. Der normale Mensch ärgert sich, der Bastler setzt sich hin und erschafft einen Problemlöser. Und das hier ist ein richtig schöner Problemlöser zum Wickschweißen. Wenn man sich das erste Mal mit dem Wickschweißen beschäftigt, dann merkt man, dass alles gleichzeitig zu koordinieren ist gar nicht so ganz einfach. Wir haben einmal den Brenner, müssen unseren Werkstoff aufschmelzen, haben aber nebenbei auch noch den Schweißdraht, den Schweißzusatz, müssen den nicht nur zugeben, sondern auch kontinuierlich nachfördern, und das ist wirklich für viele ein riesengroßes Problem, und dieser kleine Helfer löst dieses Problem. Damit wird es wirklich einfach. Dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich war ungefähr vor 2 Jahren bei dem Ballasch das erste Mal, alias Made by Dad. Der wollte von mir das Wickschweißen lernen. Wir haben uns einen Nachmittag zusammen hingesetzt und er hat das wirklich auf Anhieb richtig gut gemacht, hatte aber auch das Problem mit der Drahtzufuhr. Gesagt, von wegen Wickschweißen an sich ist wirklich kein Problem, wenn ich das ein bisschen übe. Aber den Draht nachfördern, da tue ich mich wirklich schwer. Und was hat er gemacht? Er hat dieses kleine Tool entwickelt. Hat verschiedene andere kleine Lösungen entwickelt, die waren teilweise ein bisschen komplexer. Das ist jetzt eine einfache, effektive Sache. Und das fand sein Chef auch. Der arbeitet bekanntlicherweise für Weldinger. Und der Bert Scharner hat gesagt, die produzieren wir ganz einfach mal. Und das ist jetzt die Lösung. Weldinger hat mir mal 6 Stück davon geschickt. Einen brauche ich selber, mit den anderen 5 werden wir am Ende des Videos mal gucken, was wir damit anfangen. Und ich werde euch das in diesem Video ein bisschen präsentieren. Ich habe mich jetzt nicht einfach hingesetzt, zeige euch das hier in Kurzform. Ich habe da wirklich ein paar Stunden mit geschweißt. Habe hier zum Beispiel so einen Würfel mitgeschweißt. Habe hier den Würfel geschweißt, habe ein paar andere Nähte geschweißt und hatte jemand zum Schweißlehrgang hier. Ich biete ja in meiner Werkstatt auch Schweißlehrgänge an. Das machen viele gerade beim Wickschweißen. Und da ist es halt auch das gleiche Problem. Wenn die Leute anfangen, schmelzen Werkstoff auf, das kriegen alle gut hin. Drahtzufuhr kriegen sie auch noch gut hin, aber diesen Draht nachfördern kontinuierlich, da haben die meisten Probleme, kriegen dann heiße Finger, können nur sehr kurze Nähte schweißen. Und da habe ich demjenigen das in der Hand gedrückt. Das werde ich in Zukunft auch mit jedem machen, der hierher kommt. Und der hat problemlos geschafft, Draht nachzufördern. Also es ist ein richtig schöner kleiner Helfer, eine richtig schöne kleine Lösung. Solche Lösungen gibt es natürlich schon seit Jahren. Das sind diese bekannten Tickstifte oder Tickpen oder wie die heißen. Und ich finde die nie gut. Ich habe da wirklich viel mit rum experimentiert, ob man da eine schöne Lösung findet. Das hier ist auch wirklich einer, der 50, 60 Euro kostet. Hier hat man auch eine gewisse Spannung auf dem Draht. Aber man kommt nie richtig ins Schmelzbad. Und wenn ich hier drehe, ich schaffe es nie, einen vernünftigen Druck aufzubauen. Also ich kenne auch wirklich keinen, der damit vernünftig arbeitet und damit irgendwo glücklich ist. Die, die ich hatte, habe ich wirklich alle verschenkt. Die Leute, die das irgendwo geschenkt bekommen haben, nutzen es auch nicht. Wie funktioniert diese Lösung jetzt? Das ist im Prinzip eine ganz einfache und simple Sache. Ich habe hier unten diese Klammer. Die Klammer kann ich mir einstellen. Dann kann ich mir das hier so in der Hand anpassen. Funktioniert auch mit Handschuh. Das Schöne ist, ich kann auch jetzt immer noch Bauteile positionieren. Habe meinen Draht hier in der Hand. Also es ist wirklich sehr angenehm, geht auch alles mit Handschuhen. Ich habe Bilder, ich habe hier eben geschweißt, das blende ich natürlich alles mit ein. Und jetzt kann ich hier den Draht durch das Wischen ganz einfach zuführen. Das ist also eine schöne, einfache Sache. Ich habe hier am Ende immer noch diese Nasen. Ich komme dann mit dem Finger gegen die Nasen, merke halt, dass ich am Ende bin und gehe wieder nach vorne. Sehr einfache, simple Sache. Wenn man sich das jetzt hier so seitlich anguckt, dann sieht man, man hat hier so eine leichte Biegung des Schweißdrahtes. Das kommt dadurch, dass ich hier die Bohrung habe und ich habe hier so eine gewisse Spannung drauf. Und diese Spannung sorgt natürlich dazu, dass ich den Draht richtig schön fördern kann, dass ich hier auch eine gewisse Kraft aufbringen kann. Diese Spannung kann man anpassen, wenn man irgendwo mal einen anderen Draht hat oder die Spannung nachlässt, dann kann man sich das einfach so ein bisschen nachbiegen. Und man sieht hier eben, mit diesem Tickpen schaffe ich keinen Druck auf den Draht drauf zu bringen. Hiermit kann ich wirklich richtig schön Druck auf den Draht drauf bringen. Warum ist das so wichtig? Ich habe beim Wickschweißen ein kleines Schmelzbad und in dieses Schmelzbad gebe ich am Rande den Schweißzusatz zu. Wenn ich jetzt hier keinen Druck drauf bringe, wie mit diesem Stift hier, der rutscht einfach durch, dann ist es oft so, dass ich in das Schmelzbad reingehe, den Werkstoff gar nicht richtig zugebe, sondern dass es eher so ist, dass ich diesen Draht hier wieder zurückschiebe. Das ist das riesengroße Problem bei diesen Tickpens und hier kann
ich, wie gesagt, richtig Kraft drauf bringen. Sehr einfaches Tool, finde ich auch wirklich sehr, sehr schön, lässt sich sehr gut anpassen. Ist aus Edelstahl, Chrom-Nickelstahl gefertigt, dass man hier auch keine Kontamination von dem Schweißzusatz hat. Das heißt, erst wurde überlegt, ob man das irgendwo aus Stahl fertigt oder so. Aber dann wurde gesagt, nee, machen wir schön aus Edelstahl. Also ich denke mal, eine sehr simple, einfache Konstruktion, die auch jahrelang halten wird. Hier ist wirklich nichts dran, was irgendwo kaputt gehen kann oder so. Simpel und einfach, so wie das Ganze sein soll und wird, wie gesagt, sogar in Deutschland hergestellt. Die Position ist jetzt natürlich nicht immer ideal und dafür kann man das Ganze sich auch ganz einfach umrüsten. Man nimmt es dann hier einfach auf den Handrücken und auf den Mittelfinger. Es geht auch auf den Zeigefinger, aber auf den Zeigefinger ist bei mir so ein bisschen unangenehm. Wenn ich das hier an den Mittelfinger drauf mache, dann ist es richtig schön. Und dann kann ich meine Hand hier draufsetzen und kann dann hier völlig problemlos den Draht zugeben. Also ist auch da wirklich universell einsetzbar, je nachdem, welche Position man braucht. Aber für mich ist diese mittlere Position deutlich angenehmer. Um das Ganze zu verstellen, habe ich, wie gesagt, hier einmal eine Ränderschraube, die ist mit einer selbstsichernden Mutter oben, die ist lose. Die kontert das Ganze nur leicht, ist zum Verschieben. Und habe hier die zweite, die kann man losschrauben. Die schraubt man los. Und dann kann man das Ganze auseinanderziehen, kann das Ganze wieder zusammenschieben. Egal, wie groß die Hand ist, ich glaube, da wird es nichts geben, was in irgendeiner Form nicht passt. Der praktische Einsatz ist jetzt im Prinzip sehr, sehr simpel. Ich habe hier mein Schmelzbad. Nehmen wir mal an, die Bohrung ist das Schmelzbad. Dann ist es normal so, dass ich den Schweißzusatz immer zugebe und mit dem Schweißzusatz immer aus diesem Lichtkegel wieder rausgehe, damit der nicht abtropft. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Jetzt ist es natürlich normal so, dass ich dem Schweißprozess immer näher komme, dementsprechend immer wärmere Hände bekomme und dann irgendwann aufgeben muss. Und das verhindere ich natürlich, indem ich den Draht kontinuierlich immer nachfördere und das kann ich natürlich immer. Aber der Prozess an sich sollte wirklich immer sein, man geht raus, man geht wieder rein und nebenbei fördert man diesen Draht nach. Es sei denn, ich habe so einen großen Luftspalt oder habe so dickes Material, dass ich hier wirklich permanent Schweißzusatz zugeben muss, dann bin ich mit meinem Draht permanent im Schmelzbad und kann den hier wirklich massiv nachgeben und kann dann sehr massive Nähte schweißen oder kann auch einen extremen Luftspalt problemlos mit diesem Drahtvorschub dann wirklich auffüllen. Und der Riesenvorteil ist nebenbei auch, ich kann hier alles mit der Hand ganz normal nehmen, brauche den Draht nicht jedes Mal weglegen, den hinterher irgendwo vom Tisch wieder hochfummeln, sondern kann hier wirklich auch bedingt mitarbeiten, richtig mitarbeiten. Was mit anfassen ist natürlich schwierig, aber so zum Ausrichten, Positionieren, sich irgendwas mal herholen oder irgendwo kurz draufdrücken oder so, das ist hier wirklich problemlos möglich. Und ich habe hinterher immer noch meinen Draht immer schön griffbereit. Also ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Lösung und im praktischen Einsatz, es funktioniert einfach. Man schafft es damit deutlich einfacher, den Schweißdraht zuzufördern. Das hat bei mir sehr gut funktioniert. Ich habe es, wie gesagt, auch mit einem Testpiloten hier ausprobiert. Der hat das auch auf Anhieb sehr, sehr gut hinbekommen. Und da bin ich mir sicher, das kleine Teilchen hier, das Ballasch hier entwickelt hat, das wird sicherlich vielen weiterhelfen. Wer sich dafür interessiert, ich verlinke das Ganze natürlich in der Beschreibung. Die sind wirklich auch sehr bezahlbar, kosten also nicht die Welt. Und ich habe ja 6 Stück bekommen von Weldinger. 5 Stück werde ich verlosen, 3 unter diesem Video, 2 bei Instagram. Schreibt mir also einen Kommentar mit Drahtvorschubhilfe und gebt dem Video natürlich auch einen Daumen hoch und dann werde ich in einer Woche 3 Leute raussuchen mit dem Zufallsgenerator und denen werde ich sowas zusenden. In diesem Sinne, Ballasch, das hast du wieder mal ganz toll gemacht. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Mit diesem Tool wird es natürlich noch einfacher. Bis dann, euer Manni.